Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange True Colors, dem Wavelengths Kapitel DLC Ding, irgendwas. Ihr wisst, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Hi. Willkommen zurück. Ja, letzte Episode haben wir ein bisschen was. Maybe I can make out another ad from today's copy. Ich lasse es mal kurz nochmal klimpern. Sie wiederholt sich gerade. Wir haben das letzte Mal ein bisschen rausgefunden, warum es Steph anscheinend nicht ganz so gut geht. Also anscheinend diese Geschehnisse damals in Before the Storm, beziehungsweise nach Before the Storm, Anfang von Life is Strange 1, praktisch hier Rachel auf dem Schrottplatz gefunden, in einer Tüte irgendwo vergraben. Chloe, ja, effektiv auf dem Klo erschossen. Ist schon nicht ganz so schön, ne? Also, ja. Und anscheinend sind das die Sachen. Anscheinend ist gerade wieder irgendwie der Zeitpunkt, in dem das passiert ist, in dem das rausgekommen ist in irgendeiner Form alles. Und anscheinend geht es Steph deswegen nicht ganz so gut, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Okay. Genauso. Ja. Das erstmal dazu, letzte Folge aufzugleisen, weil Steph hatte ja, das haben wir schon mitgekriegt, ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie eine sehr, sehr depressive Phase. Ja. Gut, so viel jedenfalls hier dazu. Wir haben, wie ihr schon gesehen habt, ich lasse noch einmal die Harfe klimpern. Ich verstehe nicht, warum da eine Harfe ist. Oder was auch immer das ist, ist mir egal. Wir haben noch Dating-Sachen offen und ich glaube, geschrieben hat nicht nochmal jemand, ne? Nö, da hat keiner geschrieben, da hat keiner geschrieben, da hat keiner geschrieben und da, sie schreibt eh nicht mehr mit uns. Okay, gut, folgendes. Ich würde jetzt noch einmal das ganz kurz durchmachen, dass wir praktisch alles gemacht haben. Weiß ja nicht, ob vielleicht jetzt was passiert. Und dann haben wir noch eine Anzeige offen. Und zwar die... Don't like my riffs? Tell it to the devil cat. Mhm. Und zwar haben wir jetzt noch offen, haben wir noch zwei, warte. Stimmt, wir haben noch zwei offen. Wir haben noch Grimleys und Avalanche Ice Cream. Wir haben noch zwei offen. Okay, machen wir dann. Haben wir noch zwei offen? Hm, okay. Egal. Gut, so viel dazu. Hatten wir vier Anzeigen? Warte. Bin ich falsch? Tell it to the devil cat. Nö. Huh. Egal. Keine Ahnung, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Irgendwie war ich der Meinung, wir haben. Egal. Gut, ist egal. Okay, folgendes. Zurück zum Eigentlichen. Ich wollte jetzt einmal hier, den Hermes den Götterboten spielen, ne? Mal gucken. Nein! Warum? Warum? Nein! Ich habe mit der Maustaste geklickt und es tut irgendwas machen. Ich. Na! Kann ich zurückgehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Gut. So. Okay. Keine Ahnung, wer die Erste war. Ich weiß nur noch, dass sie irgendwie ein Tattoo hatte. Doof geguckt hat dabei und gesagt hat, ja, es hat wehgetan. Wir haben jetzt ja gesagt, ich wollte eigentlich nein sagen. Nö. Okay, egal. Gut, wen haben wir jetzt noch hier? Joycelyn, 26, von Thornton, Colorado. Eher Fitness-Enthusiasten als Fitness-Fanatikerin. Eher Fitness-Enthusiastin als Fitness-Fanatikerin. Ja, keine Ahnung. Okay. Ich hab keine Ahnung. Steph versaut's eh am Ende. Oh, Rita. Oder Rita. Oder vielleicht muss er auch ein bisschen rollen. So. Kann ich. Ich krieg's gerade nicht hin. Rita. So. Egal. Entschuldigung. So. 29 aus Boulder, Colorado. Verschwenden wir nicht die Zeit der anderen. Ich weiß also. Darf ich eine Sache ganz kurz sagen? Was ich immer faszinierend finde, also es hat jetzt nichts jetzt gerade mit hier unserer Rita zu tun, sondern allgemein, ich finde dieses,
dieser Blick in die Ferne, dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser stolze und hier praktisch, ich schaffe das schon, Blick in die Zukunft zu gucken. Ja, ich irgendwie sehe ich das viel zu oft, solche Bilder. Ich weiß nicht, warum so viele, also wenn ich jetzt beispielsweise hier Bilder durchgucke, was irgendwie teilweise Profilbilder von Leuten und so weiter sind, ich sehe das viel zu oft. Dass die Leute einfach nur so praktisch dieses, ah, oh, die Zukunft. Ich bin total irgendwie, keine Ahnung, ich, ah, oh, hier, ich bin ein Prophet. Nee, ich weiß gerade nicht, wie das Wort heißt, was ich suche. Egal, ist egal. Ich würde mal sagen, wir sagen nicht jedem Ja, ich sage mal nein, wir sagen mal nicht jedem Ja. So, wen haben wir noch hier? Hetty, 28 aus Denver. Wer hat das Lama in Ramalama Ding Dong gepackt? Das tut weh. Okay. Ah. I've met a girl named Ramalama Lama Ding Dong. Mhm. Okay. Okay, gut, ich habe keine Ahnung, ist egal, so, was haben wir hier noch? Lass ich noch sagen, ich glaube, sie singt, ne? Jory, 22, Greeley, Colorado, hör dir mein Synthwave-Projekt Witch Holiday an. Was ist denn Synthwave? Ich bin viel zu alt, habe ich das Gefühl. Bin ich schon viel zu... Was ist Synthwave? Oder bin ich zu jung? Entweder ich bin zu jung oder ich bin zu alt. Eins von beiden. Ich muss jetzt ganz kurz... Was ist Synthwave? Synthwave. Electrowave. Ich habe immer noch keine Ahnung. Synthwave ist ein Electronic Music... also, Moment. Kenne ich das irgendwie auf Deutsch? Dass ich nicht jetzt hier Englisch vorlese. Okay, also Synthwave ist eine elektronische Musik... Ein Mikrogenre. Mhm. Based. Mitte bis. Also, Moment. Was schon da ist? Mitte bis Ende 20. Bis Ende der 2000er. Mitte bis Ende der 2000er. Das heißt. Nee, da war noch nicht. Das war vor meiner Zeit, wo ich irgendwas gewusst und mitgekriegt habe. Da war ich noch zu jung für. Okay, gut. Keine Ahnung, was Synthwave ist. Ob das. Ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend singt sie. Egal. So. Wir haben einen. Wahnsinn. Okay, weitermachen. Ist egal. So. Dann haben wir noch hier Sisi. Oder Kiki. Oder. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. 21, Colorado Springs. Colorado Springs? Ist das... Hä? Okay. So. Gut, sie hat keinen Text eingegeben, das heißt, ich nehme an, sie ist einfach nur auf einer... Sie hat ein Bild eingestellt von sich auf einer Party, ne? Ja, sie ist Partygängerin. Ich glaube, nein. Tut mir leid, Sisi, Chichi, Kiki, wie auch immer. Nein, ich sag mal nein. Keck. Oh, das erinnert mich an den Charakter. Egal. 25, Shady Creek Run. Oh, ich bin Keck. Nein, okay, es ist wirklich okay. Okay, vielleicht kurz für die Leute, die keine Ahnung haben, warum ich mich gerade freue. Wir haben in einer der letzten Folgen, haben wir bereits Comicbücher gesehen von Critical Role. Critical Role ist im Endeffekt, das sind ein paar Voice-Actor oder allgemein auch Freunde, die vor vielen Jahren angefangen haben, so Tabletop zu spielen. Also praktisch hier Dungeons and Dragons. Ne? Die haben dann irgendwann angefangen, sind bei Geeks in Sundry untergekommen. Das war praktisch so eine... Wie Art praktisch, dann hatten sie jemanden,
der praktisch sie produziert. Und sie haben praktisch dann ihr Spiel, was sie zu Hause gespielt haben, dann halt vor einer Kamera gespielt, praktisch, also am Tisch, und man konnte zugucken. Und das hat sich halt entwickelt und immer weiter entwickelt. Und sie haben praktisch ihre Kampagne da gehabt. Dann hatten sie nach dieser Kampagne eine zweite Kampagne. Und in dieser zweiten Kampagne, und deswegen finde ich das gerade so lustig, hat einer der Charakter, der dann praktisch Gastcharakter, da kam als Gast mal für ein paar Episoden, kam Ashley Birch dazu. Und sie hat einen Zwerg gespielt, und zwar einen Zwerg mit dem Namen Keck. Sie war aus Shady Creek Run. Das war praktisch in der Fantasy-Welt war das ein Stadtdorf, wie auch immer. So. Und was ich jetzt halt besonders schön an der ganzen Geschichte finde, Keck wurde gespielt von Ashley Birch. Und Ashley Birch hat im Original Life is Strange Chloe Price gesprochen. Das ist jetzt ein riesen Tohuwabohu, und man muss es wissen, damit man diese Verbindung ziehen kann. Aber nur damit ihr es wisst. Deswegen freue ich mich gerade über Keck und finde das mega toll und sage ja, einfach nur allein deshalb. Ich finde das mega. Ich finde das absolut mega gerade, diese Verbindung. Es ist aber halt, wie gesagt, man weiß das nur, wenn man das alles irgendwie verfolgt hat. Egal. Aber wen von euch irgendwie sowas hier, Tabletop-RPGs, Dungeons & Dragons, was weiß ich nicht, allgemein schöne Fantasy-Geschichten im Endeffekt, die sich in der Fantasie so ein bisschen ausleben, interessieren. Und muss man dazu sagen, es ist Englisch. Also wer da Interesse hat und Englisch keine Probleme hat oder relativ gut das alles mitbekommt, kann ich sehr empfehlen. Gut, so. Nur kurz als Hintergrundgeschichte. Ich finde es gerade mega. Okay, gut, weiter. Was haben wir noch? Corinne, 30, Boulder, Colorado. Diese Person hat noch keinen Slogan angegeben. Wie geheimnisvoll. Also, ihr Profilbild lässt mich eins von zwei Dingen vermuten. Entweder sie hat gerade ein Cosplay und ich erkenne es nicht und habe keine Ahnung und ist total in Fantasy und D&D. Oder, das ist, warum ich Nein sagen werde, sie, ich werde jetzt keine Namen nennen. Ihr wisst sicher, in welche Richtung Lebensstil ich im Endeffekt reingehen will. Ne? Hier von wegen, nein. Ich hoffe, ich muss nicht das. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Ich will es nicht ausführen. Weil ich will niemanden auf die Füße treten, deswegen, ich habe es nie gesagt. Tschüss. So, was haben wir hier noch? Shana. Don't ask about my disability. Okay. Shana, 25, Boulder, Colorado. Komm, viele aus Boulder hier. Unauffällig, Aktivistin für Behinderung, auffällig lesbisch. Und sie hat ein Gamertag-Ding angehakt, bimmst irgendwie, ne? Okay. Weißt du was? Sie sieht cool aus, auf jeden Fall. Ich glaube, das würde so Steffs-mäßig sein, irgendwie. Passt dazu. Haben wir noch. Oh! Die hat ein kleines Kaschen, Baby. Twyla. 21 Aspen, Colorado. Diese Person hat noch keinen Slogan von sich angegeben. Wie geheimnisvoll. Sie ist auf jeden Fall eine Katzenperson. Das ist schon mal gut. Und die Katze sieht netter aus als Valkyrie. Ich habe keine Ahnung. Sie ist Steffords Eva-Sauen. Ist egal. Fuck you, App. Du hast die maximale Anzahl Kandidaten für den Tag erreicht. Ja, ist okay. So, wir haben einen Treffer mit Tori. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir keinen Treffer mit Keck gekriegt haben. Ich hätte. Get it together, okay. Steph. Best foot forward. Okay, den ersten Schritt wagen. Ne, aber wir warten auf sie. Wir warten auf sie. You got this, Tori. Wir warten auf sie, definitiv. Hey, kann ich dir was fragen? Schieß los. Warst du mal in einer Band? Yep. Ja, für eine Weile. Das dachte ich mir. Mhm.
Zwei-Mann-Band, etwas Punk, etwas Alternative, Drugstore Make-up. Oh, kennt sie uns? Oh, sie kennt uns! Holy shit, ich habe euch im Atomic Decay gesehen. Das ist verrückt, wie groß sind die Chancen. Okay, das ist natürlich. Wie hat dir das Konzert gefallen? Was hast du in SSC? Warte mal, wo kommt sie nochmal her? Ich habe das Profil, konnte ich mir gar nicht angucken. Warte mal. Über mich. Als erstes, ich bin trans, wäre deswegen nicht seltsam. Ich bin Studentin und erstelle Synthwave-Musik. Ich sehe mir hauptsächlich Cartoons an. Okay. Nee, da muss ich draufklicken. So. Wie groß sind die Chancen? So. Achso, ich wollte gucken, woher sie kommen. Verdammt, warte. Greeley. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Greeley liegt. Ich dachte jetzt, da steht irgendwas, was ich direkt erkenne. Okay. Wie hat das Konzert so gefallen? Was hast du in SLC gemacht? Was ist SLC? Ich habe keine Ahnung, was SLC ist. Wie hat das Konzert gefallen? Ja, das ist halt so blöd irgendwie. Also die erste Frage will ich nicht stellen, weil das ist so, oh, hey, ein Fan, hey, hat's dir gefallen? Na, wie war mal? Das zweite ist irgendwie so total, verstehe ich nicht. Ich mach trotzdem das zweite, ich habe keine Ahnung. Egal. Was hatte ich nach SLC gebracht? Meine Eltern lebten dort. Ah, okay. Ich war für den Geburtstag meines Vaters hier. Okay. Kommt ihr gut miteinander aus? Wie seid ihr auf unserem Konzert gelandet? Das will ich nicht fragen. Das ist sehr, sehr persönlich, muss ich sagen, dass wir da jetzt direkt drauf eingehen. Nee. So. Okay. Sag mir nicht, dass du deinen Vater zu einer Queer-Punk-Konzert mitgenommen hast. Nee. Ich habe meine Schwester zu einem Queer-Punk-Konzert mitgenommen. Meine Familie und ich kommen nicht wirklich miteinander klar. Sonst machst du heutzutage keine Band mehr. Ich entspanne in Haven Springs. Ich bin DJ bei einem Radiosender. Ich habe keine Ahnung. Ich bin DJ bei einem kleinen Radiosender. Das klingt cool. Ja, ich kann all meinen Musikgeschmack aufzwingen, was echt mega ist. Der Traum. Nun. Ich muss los. Es war cool, mit dir zu reden. Deine Band war echt gut. Dich verabschieden sie und bei denen. Ja, wir verabschieden uns, ist okay. Bis dann, Tori. Wäre jetzt blöd, weil sie hat gesagt hier von wegen hier, tschüss. Übrigens, war cool mit dir zu reden, deine Band war echt gut. War im Endeffekt das Ende vom Gespräch. Also das muss man, glaube ich, erkennen in dem Moment. Okay, so, wir haben ansonsten keinen einzigen weiteren Match. Toll. Ja gut, kann es wenigstens Steph nicht wieder versauen, ne? Wie wir es schon öfter jetzt mitgekriegt haben. Okay, so. Wir haben jetzt, ich würde sagen Grimleys. Ich habe keine Ahnung, was Grimleys ist. Aber, oder? Ja, ich hole meinen Block wieder. Und schreibe mir mal ganz kurz die Notizpunkte aus. Grimleys Auto. Irgendwas. Is Haven Springs' most trusted name and proudly serving. Moment, ich muss es nochmal lesen, weil da kann ich die Übersetzung machen. Tell it to the devil cat. Okay. Grimleys Auto, unlesbar, ist Haven Springs' zuverlässigster Name für unlesbar. Dient der Gemeinde von Haven Springs seit unlesbar. Unlesbar. Preise auf unlesbar. Ile. Karo unlesbar. Le. Okay. Pricing on. Karo. Hä? Pricing on. Ile. Unlesbar Ile. Ich habe keine Ahnung. Hinges. Body Changes? Das sind Parts. Also Teile. Ah, okay. Ja, warte. Das sind Teile. Unlesbar Preise auf Teile. Und, Carole. Ich hätte jetzt gesagt Body Changes. Oder?
Wird es nicht Body Changes sein? Carole? Keine Ahnung. Also das sind auf jeden Fall die Teile. Okay, egal. Okay, also, okay, wir haben keine Informationen. Let's do something. I don't know. Grimley's. KRCT is proudly sponsored by Grimley's Auto Vertrieb. Sales. Grimley's Auto Sales. Ja. Haven Springs' most trusted name in used cars. Let's talk about Grimley's record. They've proudly served our community for Schon lange, weil sie es lieben. Weil sie es lieben. The love of the game. Which game? The car game. The community game. Name a game. They love it. And that's why they're in this business. So if you or someone you love is a car, you owe it to yourself to check out Grimley's. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig war. Also unser Telefon klingelt auf jeden Fall nicht normal. Dann können wir die nächste Anzeige vorlesen. Was haben wir noch? Tell it to the devil cat. Okay. Avalanche Ice Cream. Mir wurde gesagt, dass meine seltsamen Aufhänger keine Kunden in den Laden bringen. Also halten wir es diesmal einfach. Kurz gesagt, wir haben an Halloween geöffnet und verteilen gratis Eis an Kunden, die... Oh, wir müssen uns ausdenken, an wen sie gratis Eis verkaufen. Oh mein Gott. Ach, hier unten kann ich auch nochmal lesen. Ah, interessant. Okay, egal. Gut, versauen wir's. Auf geht's. Here's an offer from our most loyal sponsors, Avalanche Ice Cream. An Halloween geöffnet. Avalanche will be open on Halloween. So, if mom stuffs a coat under your princess dress, know that you can swing by Avalanche and stick your sweaty face in the freezer. They'll be giving out free cones to anyone. Im Kostüm, die den Monster Mash durch die im Kostüm. Who wears a costume? So, you know, dust off that Dracula cape and sink your fangs into a scoop of Black Forest cherry. Anyway, check it out. Still got chores to do in the store. Better head out there. Okay. Ich habe, wir werden ja nie erfahren, ob das richtig ist, glaube ich. Meine Klebedinos sind irgendwie verschwunden. Na, verschwinden immer wieder. Ich weiß nicht warum. Okay, gut. Ja, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu tun oder anzugucken. Gut, dann, dann gehen wir mal. Ja. Okay. Ich glaube, es bleibt nur noch abschließen, ne? Ich glaube, wir haben alles gemacht, was wir machen können. Liz. Oh nein, das ist die, wo ich aus Versehen geklickt habe. Oh mein Gott. Okay, ich schließe gleich. Oh Gott, was? Oh Gott. Wow, bist du süß, verdammt. Du solltest zur blonden Witwe kommen. Wie viel hast du getrunken? Was ist die blonde Witwe? Erstmal. Blonde Witwe? Die Bar. In Colorado Spicks. Colorado Springs. Ich bin nicht in Colorado Springs, ich bin unterwegs. Ein paar Hindernisse. Erstens, ich bin auf Arbeit. Zweitens, ich wohne nicht in Colorado Springs. Drittens, ich habe kein Auto. Gut, nicht trinken, nur fahren. Danke für den Ratschlag. Ich verschwinde dann mal. Gehst du oft betrunken mit? Komm, wir machen einfach. Ja, komm. Machst du es oft, dich betrinken und dir Profil ansehen? Manchmal. Gehst du alleine in diese Bar trinken? Ich bin mit Trisha und Lulu hier. Die haben Freundinnen und mir ist Langeweile. Blablabla. Sommer hat gesagt. Blablabla. Nina hat gesagt. Klappt das je? Kommt je eine für ein Treffen vorbei? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Na dann viel Glück.
Oh, Shanna hat auch geschrieben. Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Muss ja mal was trinken. Aber ich konnte jetzt mal schön hier alle, ne? Okay, Shanna. Ich kannte in der Schule eine Steph. Sie war die positivste, fröhlichste Person aller Zeiten. Oh, klingt nervig. Klingt gut. Verdammt, das klingt gut. So jemanden könnte ich in meinem Leben gebrauchen. Ja, oder? Ich hab's nicht in mir, deswegen brauche ich ein paar fröhliche Leute in meinem Leben, damit ich ihre Fröhlichkeit aufsaugen kann. Okay, wir warten kurz. Moment. Oh, Paläontologie. Oh mein Gott, die ist ja voll sympathisch. Wir kommen gleich dazu. Okay, so. Ich hab's nicht in mir, deswegen brauche ich ein paar fröhliche Leute in meinem Leben, damit ich ihre Fröhlichkeit aufsaugen kann. Wie Schiffshalter, die sich an Haien festsaugen. Schiffshalter? Heißen die Schiffshalter? Okay. Die sich an Haien festhalten. Oh, ich liebe diese Viecher. Okay, na gut, kein Trübsal mehr. Erzähl mir etwas, zu dem du eine positive Einstellung hast. Ich habe vor kurzem meine Kindheitsliebe für Paläontologie wiederentdeckt. Ah, du warst ein Dino-Fan? Ja! Paläontologie. Das war mein erster Traumberuf, den ich hatte in meinem Leben. Ich wollte unbedingt Paläontologe werden. Danach habe ich mitgekriegt, dass man halt durch die Welt reist und nicht unbedingt immer was findet und auf Sponsoren angewiesen ist an vielen Stellen und es ist nicht ganz so. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, soll es vielleicht doch was anderes machen und dann bin ich auf die Architektur und dann später Softwareentwicklung. Ist ein interessanter Weg gewesen, aber Paläontologie, ich finde es immer noch toll. Dinos und alles, was damit zu tun hat, deswegen auch klebe Dinos. Aber ja, okay, so, egal. Oh, du warst ein Dino-Fan, nochmal. Echt cool und irre beliebt bei meinen Klassenkameraden. Ja. Echt cool und irre beliebt bei meinen Klassenkameraden? Ja. So viel hat sich verändert, seit wir Kinder waren. So viele neue Arten wurden entdeckt. Wir wissen so viel mehr, es ist faszinierend. Du bist dran. Etwas, zu dem du eine positive Einstellung hast. Meine Katze? Mein Job. Ich weiß nicht, ob der Job ihr so... Ich glaube, sie ist nicht ganz so glücklich mit ihrem Job. Ich würde mal Katze sagen. Auch wenn sie ein bisschen kratzig ist. Meiner Katze. Nun, ich sage meiner Katze, aber sie gehört niemandem. Und sie hasst mich nur geringfügig weniger als alle anderen. Und ich habe keine Ahnung, wo sie im Moment ist. Und ich bin mir recht sicher, dass sie mich zurückgelassen hat. Ich habe den Eindruck, vielleicht... Hast du den Kern des Stichworts nicht beibehalten? Okay, ich muss mich langsam schleichen. War schön mit dir zu reden, von einem Grießkram zum anderen. Ich hätte gerne eine dritte Option. Weil Shanna klingt mega sympathisch und toll. Das Problem ist, wir sind halt auf einer Dating-App. Und das die einzigen beiden Optionen, die wir haben, ist abservieren oder um ein Date fragen. So, ich möchte aber gerne eigentlich eine dritte Option, der einfach nur ist, hey, auch wenn ich nicht glaube, dass wir jetzt zueinander passen, für jetzt hier Beziehungen vielleicht oder sonst irgendwas, ich finde dich mega cool und würde einfach gerne mich mal mit dir treffen und unterhalten. Das würde ich gerne mit dir machen. Aber ich weiß halt nicht, ob Steph machen würde. Und deswegen, ich würde einfach mal, komm, wir sind mal energisch, damit Steph versauen kann. Und, na gut, sie wird halt wieder abgelehnt. Das wird ihr wahrscheinlich nicht helfen, aber komm, sie ist total nett. Ich weiß nicht, was sie schreiben wird. Wie wär's mit Abendessen? Abendessen! Also, what the fuck, Leute? Warum Abendessen? Man trifft sich mal irgendwo in einem Café oder sowas, aber gleich Abendessen, gleich hier irgendwie bei Candlelight-Dinner oder was will Steph machen? Egal, Entschuldigung. Um ganz ehrlich mit dir zu sein, wahrscheinlich nicht. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden, aber es ist so, wie du sagst, ich brauche Leute, die positiv sind für meine geistige Gesundheit. In einer Gruppe können wir Freunde sein, aber nur wir zwei, wir würden uns gegenseitig runterziehen. In einer Gruppe könnten wir Freunde sein, achso. Du hast recht, bin ich echt so schlimm?
Das Problem ist halt, wir waren sehr obvious, dass wir ein Date wollen. Und jetzt praktisch bin ich echt so schlimm, ist halt blöd. Ne? Von einem Grießkram zum anderen. Ich hätte gerne diese Option hier, bin ich echt so schlimm, hätte ich gerne hier oben gehabt. Bin ich echt ein Grießkram. Was haben wir denn geschrieben, dass wir grießcremig sind? Nein! Warte! Was? Warum? Nein! Ich hab die wollte scrollen. Ich hab hier drauf geklickt, du blödes. Was? Okay. Kann ich? Okay. Ich muss es in Zukunft mit Pfeiltasten machen. Okay. Ja, es klingt zutreffend. Du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich gefragt habe. Und das tue ich auch nicht. Peace out. Okay, so, jetzt haben wir mit allen gequatscht. Okay. Unser Profil. Ich kann es auch nicht bearbeiten, ne? Nee. Okay. Gut. Okay, gut. Wir sind durch. Ich würde sagen, wir schließen ab und ich bin durch. Das war ein interessantes Abschließen. Gabe, listen. I want to drink until I can't feel feelings. Think you can help me out? I'll be right there. Okay. Ich verstehe es. Enchanter Tim 22 at Digimail. Was? Von Northstar 46 at Digimail.com an Enchanter Tim 22 at Digimail.com. Was ist das jetzt wieder im Verdressen? Ich verstehe es. Ich verstehe es. Okay? Ich weiß, wie es mit der Zeit des Jahres ist. Wenn die Erinnerungen dich überfallen und du nichts mehr willst, als sie auszuschließen. Ich weiß, du würdest alles geben, um den Abend heute durchzustehen, ohne an Arcadia Bay oder Chloe oder mich zu denken. Aber nur für den Fall. Ich bin für dich hier und werde es immer sein. Ganz egal, wie beschissen diese Nacht jedes Mal ist, es tut mir kein bisschen leid, dass du weiterhin Teil meines Lebens bist. Und ich weiß, dass du dasselbe fühlst, auch wenn du unterirdisch darin bist, es zu zeigen. Jedenfalls weißt du, wo du mich findest. Und ich könnte etwas Ablenkung in Form meines Spiels gebrauchen. Kein Druck, ehrlich, aber ich bin hier. Oh, fuck. Damn it, Mikey. Hol Gabe rüber. Hol Gabe dazu. Mach zu dritt irgendwas. Really glad we could hang out tonight. Like I said, this time of year for me, it's well, you know. Yeah. Why am I such a downer? Come on, let's see what monsters and trickery you have planned for Elamon to breeze past this week. You're on. I just need to do a few things to get set up. Okay, where were we? Okay, gut. Ich hatte jetzt das Gefühl, ich kriege nochmal eine Entscheidung, aber sie macht's automatisch. Das ist schon mal schön. Ich hatte gedacht, sie lässt das jetzt sein. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob irgendwas Neues reingekommen ist in der Zeit. Nein, okay. Ich wollte nur mal gucken. Wie gesagt, ich hätte ganz persönlich, ich hätte gesagt, ey Gabe, weißt du was? Bring's Bier mit, komm hierher. Wir spielen jetzt zu dritt D&D. Oder K&K ist es ja. Ja. Ne? Also, nur so nebenbei. Okay. I definitely remember Elamon was in a better position than that. Ja, gleich. Haven't gotten much use out of the screen in our virtual campaign. But I like having it around. Ja. Brauchst du wirklich wenig. This thing grows more every session. My comm sci professor called that scope creep. Stimmt, sie hat jetzt zwei Blätter unten angeklebt für seine Schiffsreise, die er weiter Richtung Süden gemacht hat. So. Yeah, he's right.
Elamon's in the wrong place. Ja, wir versetzen ihn gleich. Make all the plans you want. In the end, the dice decide. Huch. Hä? Was war denn das jetzt gerade? Interessant. The courageous and heroic warrior. Elamon. So, was haben wir hier noch? If I died tomorrow, this notebook would be the most comprehensive and confusing record of my life. Steht da, wo Elamon war? Ich nehme stark an, wir müssen wissen, wo Elamon war, um ihn hinzustellen an die richtige Stelle, ne? Okay. Wir gucken mal. I need to check my notes. Hey, take your time. Papier wird sortiert. We playing or not? Shh, Wells is coming. Penis! I think Chloe and Rachel are playing their own game. No. No. Pass me the nerd dice. The what? Pass me the D20, D10, and D4, please. Sure thing. I'm gonna bash this Hydra's head in with its other heads. You got this. Everything okay? Just some memories. Good memory or bad memory? Is there a difference? I know what you mean. Sometimes the most painful memories are from before all this shit went down. I wasted so much time being jealous of Chloe and Rachel. Whatever they had, I thought it was perfect. And now? Schuld, Wut. Warum Schuld? Ich würde gerne wissen, was sie mit Schuld meint. Wut, Schuld, Schuld, keine Ahnung. I feel so fucking guilty that I spent even one second being anything but appreciative that they were in my life. You really think you did anything wrong? You were a kid. They didn't deserve my jealousy. They deserve so much better. Look, Steph, what you're feeling... I'm fine. Come on, let's keep playing. Oh, Mann. Okay, bewegen wir mal Elamon. I definitely remember Elamon was in a better position than that. Hä? Ich hab da eben bewegen geklickt. Okay. I believe Elamon was about to enter the laboratory's engine room. Sounds right. Chloe and I weren't best friends or anything. But she was there for me when it mattered. She wasn't afraid of anything. Same for Rachel. She always said Chloe saved her life, but I'm pretty sure that went both ways. And if she could have, I know Chloe would have stopped at nothing to save Rachel. Because that's how strong she was. Rest in peace, Chloe. Rest in peace, Rachel. Fuck. I'm sorry. This was a bad idea. It's cool. We can stop. Yeah. No. I don't know. I was hiding in the back, you know? I was supposed to speak after you, but I realized that if I stood up there, I'd have to look at everyone. Chloe's mom, Rachel's parents, half the town. There was no way. So I bailed. I understood. Everyone did. Das tatst du nicht. I don't understand how you did it. Me neither. I just kinda did. When I think about Chloe and Rachel, my whole grip on reality falls away.
the people I care about, the stuff I like? How can any of it matter? What kind of world is it that lets that shit happen? I'll let you know if I figure it out. You know we don't have to keep playing. Let's try. Got a feeling there's some bad rolls coming. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Let's see what horrible surprises are in store for you in the next room. Bring it on. And that's minus 5 HP. Oh, come on. How is your GMing even more devious from Seattle? Must be the rain. Hey, listen. You know next week is the... Well, it's the thing. 1 year. I was thinking... Why don't you come? It'll be... Well, you know... It'll be fucking horrible, but maybe a little less horrible if we're both there? Yeah, that sounds good. Why are you doing this? I said we could stop. No, I mean, why are you doing this? I ghosted you, again. When I ghost people, they go away. That's how it works. But you didn't. Why? Why do you think? Weil du sentimental bist, weil ich so kaputt bin. Because I'm such a car wreck of a person, you can't look away even if you want to. Is that really what you think? Fuck. Steph, I've taken a lot of shit from you over the years, but this... I need you. That's why I keep coming back. In high school, I didn't know who I was without being Steph's best friend. And now when we hang out, it feels like I'm bringing that part of myself back from the dead. I need you because I'm not strong enough to be my real self without you in my life. That's it. It's pretty fucking dumb of me, huh? Mikey, I'm so sorry. I know you are. It's not just you. If it makes you feel any better, I do this shit to everyone. It doesn't, but continue. Ever since Arcadia Bay, it's like the moment I start to care about someone or some place, that's it. It's a matter of time before I find something wrong. And I'm out. Maybe that's okay. Maybe being a flaky, lesbian, punk nerd is your destiny. Like Elamon, adventure will always find you. I never thought of it that way. Hey, that's why I'm here. I don't deserve you as a best friend. But I promise I'll do better. Because the truth is, I need you too. Now will you quit stalling and take your damn turn? Just because Elamon's totally screwed doesn't mean you get to distract me all night. He is? I think you're forgetting about the protection amulet I got off that Cyclops last session.
I don't forget anything, and don't think I don't have any Halloween surprises planned for you. Oh, spooky. Immer diese harten Cuts mit der Musik. Oh, es ist Winterzeit. Okay, we've had no calls in the past hour, which means you're all either partying or sleeping. Both of which I respect. I gotta say though, if you haven't tried spending New Year's Eve locked in a small room talking to yourself, I highly recommend it. Honestly. I might do this every year. Hey there, you're live on KRCT and I'm not alone in the universe. Who's this? Hey, it's Gabe. It's everyone's favorite bartender. Und hier machen wir dann in der nächsten Episode weiter. Also in der nächsten Folge, nicht Episode, Folge. Oh Mann. Ich vermisse Chloe und Rachel. Und Max. Und Kate. Und Warren. Und alle. Vermisse sie alle. Oh. Okay. Folgendes. So, ich, wie gesagt, beende jetzt erstmal diese Folge. Wir haben jetzt wieder ordentlich überzogen. Aber ich wollte jetzt nicht in dem Moment irgendwie jetzt hier aufhören. Ich wollte gern den Moment noch zu Ende spielen, diese Erinnerung, die wir jetzt hatten. Und ich habe auch zwischenzeitlich relativ wenig gesprochen, weil ich, ja, die Entscheidungen waren in meinen Augen absolut klar und ich wollte lieber einen Gesprächsfluss haben, als irgendwie alles zu analysieren oder irgendwie zu erklären, warum ich mich entscheide. Gut, so viel aber dazu. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich drauf, wenn das, also ich freue mich wirklich so ein bisschen auf das Remake von Life is Strange 1 und Before the Storm, was kommt nächstes Jahr. Ursprünglich soll es ja dieses Jahr noch kommen, aber jetzt kommt es als nächstes Jahr, ist ja okay. Ich freue mich so sehr drauf und ich hoffe einfach nur, dass es die Erinnerung von damals wieder einfängt. Und es wird definitiv nicht besser sein. Das kann es nicht. So doof das klingt, kann es nicht. Aber ich finde in Before the Storm die Augen so wunderbar gemacht. Before the Storm. Jetzt hier True Colors. Die Augen so extrem schön und ich freue mich drauf, wenn ich zum ersten Mal dann in die Augen von Chloe, Rachel, Max und so weiter gucken kann. Da freue ich mich drauf. Okay, so viel aber dazu. Ich habe, wie gesagt, viel zu lange geredet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt ihr wohl, bleibt gesund und dann das nächste Mal machen wir weiter. Ja. Und telefoniere mit Gabe, der wahrscheinlich sagen wird hier, hey, komm doch raus. Lass uns zusammen irgendwas machen. Aber ja, mal gucken. Gut. Bis dann. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Gab euch wohl. Und bis dann. Zum dritten Mal. Keine Ahnung. Ciao.